Sie, die ganzen Schlauberger hier. Okay, ich shoot jetzt nicht gegen die Bild, ich shoot jetzt nicht gegen die Bild. Merkel, die guckt auf ihr Handy und ihmchen hier. Auf die Idee käme in Nordrhein-Westfalen niemand. Du hättest dein Bundestagsvideo gemacht, du wärst tot gewesen. Okay, weißt du, was wir jetzt gucken? Weil das haben wir schon mal geguckt. Best of Bundestag. Best of Bundestag. Wir gucken jetzt mal einfach wieder ein bisschen Politik. Weil du bist ja der politischste Mensch, den ich kenne. Ich bin sehr nüchtern und deswegen können wir über... Kulturell. Hm. Hast du mir da Gin reingetan? Vielleicht auch unter anderem. Deswegen können wir über Politik jetzt in diesem Zustand am besten reden. Ab dafür, Politik. Im Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes heute Morgen im Frühstücksfernsehen, dass wir nur noch eine Beobachterrolle sind, keine aktiven Player mehr. Herr Außenminister, wer kein aktiver Player mehr ist in dieser Bundesrepublik Deutschland, handeln kann aufgrund der vielen Fehler, die gemacht hat, kann nur eine Konsequenz aus Afghanistan ziehen und sofort seinen Rücktritt antreten. Warum ist so jemand im Bundestag und wir nicht? Wenn wir da hingehen würden, was? Riese ist auf trocken am Start, ja moin. Ja, moin. Das wäre doch nicht alberner als das, was wir gerade gesehen haben. Ja. Also jetzt ernsthaft. Sie fragen, zunächst einmal feststellen, dass meine Fraktion sich heute überwiegend enthalten wird. Das ist etwas anderes, als mit Nein zu stimmen. Zweitens, jetzt will ich mal Sie, die ganzen Schlauberger hier. Also jetzt mal Schlauberger hier. Das ist das Ding, du willst Leute beleidigen, aber darfst nicht. Er darf nicht sagen, du Bast. Das darf er nicht sagen. Nein, nein, nein. Das ist gegen das Hausrecht oder so. Shit, ja. Da gibt es so Regeln für. Sagen, aber kann man nicht so Bass. Und dann später im Satz danach sagt er Tat. Keiner. Das ist so ein cooler Move. Dann kommt der Bundestagspräsident, der kommt zu Schäuble, sagt, Entschuldigung, haben Sie gerade Leute Bastard genannt? Du sagst, nein, Schäuble, du Bass, hab ich nicht gesagt, Tat. Und deshalb, Frau Weidel, ich weiß nicht, warum selbst bei einem solchen Thema, dass man nicht gelingt, 6 Minuten zu sprechen ohne Ressentiment gegen die Bundeskanzlerin. Ey, hier hinten, der hat so, er ist nicht wirklich am Popeln, aber er hat die beiden Finger so einen halben Zentimeter in der Nase. Ich finde schon, dass es auch 10% Popeln ist. Also es ist so Pre-Popeln. Einmal ein, in die Region zu kommen und zu sehen, wie viel Solidarität, wie viel Engagement es... Die sind richtig aufschlug. Aber die reden, aber man hört sie doch eh nicht. Ja, warum? Warum? So, ich würde da sein, ich würde so Schilder hochhalten, so, du Bast. Das steht dann da auf meinem Schild. Nein, darfst du nicht. Du Bast, finde ich nicht so gut. Tat. Aber ich würde auch an deren Stelle, ich glaube, das Coolere, und da müssen die einfach mal an Battle Rap denken. Wie ist bei Battle Rap die Defensive im Battle Rap? Ist ja nicht irgendwie zu sagen, was geht bei dir? So diese Gestik, so einen Mut rauszubringen. Das ist keine Defensive. Nee, man wartet ab, bis man dran ist halt. Genau, so, ne? Man ist völlig steinerne Miene. Du musst völlig unbeeindruckt sein im Battle Rap. Und das wäre viel cooler, wenn die so drauf wären. Frau Präsidentin. Ist schon faszinierend, dass eine CDU-CSU-Fraktion auf heiße Luft mittlerweile mit solchem Beifall reagiert. Aber vielleicht ist das die reine Verzweiflung. Ich stell dir mal vor, du heißt mit Nachnamen Gottberg. Was sind das für ein Name, Gottberg? Wenn ich den Worten des Ministerpräsidenten, das wissen die Bürger auch, der seit über 4 Jahren Nordrhein-Westfalen regiert, hier diese Worte höre. Ich finde wirklich, dass AfDler durchschnittlich mehr lappenhaft aussehen als andere Menschen. Mhm. Findest du nicht, dass man es so denen ansieht? Ja. Ich finde, die drücken so eine entweder Lappenhaftigkeit aus oder so eine besoffener Typ auf einer Party, der Stress will, aus. Also eins von den beiden. So die Energy ist entweder lappenhaft oder so unangenehm. Ich möchte dich gern rausschmeißen, weil du willst irgendwie eine Stunk machen. Weißt du, so diese beiden Kategorien. So. Bei ihm spüre ich eher die Lappenhaftigkeit. Muss ich vom Himmel fielen. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Auto durch unser schönes Nordrhein-Westfalen gefahren. Warum heißt er auf einmal Kay Gottschalk? Was? Wilhelm von Gottberg hat sich umbenannt während seiner Rede in Kay Gottschalk. Das ist voll das Rebranding. Du hast es Gott so behalten. Ja. Hey, okay. Sein Manager hat gesagt, Wilhelm ist so altbackener Name. Ja, aber was ist denn moderner Name? Weiß nicht, Kay. Kay ist ein cooler Name. Was ist denn da passiert? Problem ist, ich habe es ja vermutet, 6 Minuten Ressentiments, jetzt diskutieren wir überhaupt, der NDR Tanzmusik spielt. Ist auch nett, dass sie den WDR... Das ist jetzt der Konter von Laschet. ...WDR zu meinem Hofsender erklären. Auf die Idee käme in Nordrhein-Westfalen niemand. Springer Medien sind sein Hofsender.
Das hast du jetzt gesagt. Ich finde, ich würde nicht sagen, dass das so ist, aber ich würde auch nicht widersprechen, dass das so ist. Okay, ich shoote jetzt nicht gegen die Bild. Die Bild war schon ein bisschen Hofsender von der CDU. Aber nur bis jetzt, bis die Wahlergebnisse kommen, ich glaube, jetzt lässt die Bild Laschet wie eine heiße Kartoffel wieder fallen. Jetzt sagt die Bild, boah, was für ein Victor, dass der nicht einsieht, dass er die Wahl verloren hat. Wie dumm ist der denn? Oha. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe gerade keine Meinung geäußert. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gegen irgendwen geschult. Ich habe nichts gemacht. Und auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien schaut es nicht besser aus. Die haben sie über die letzten Jahre aktiv abgewürgt. Mit den Beschlüssen hier. Ich finde wirklich Hofreiter, ich finde den Style nicht cool. Entschuldigung. Wie du alle so optisch weggerannt bist. Gar nicht auf inhaltliches Eingehen. Du hättest in deinen Bundestagsvideos gemacht so, und ganz ehrlich, guck mal, wie der Typ aussieht. Ich glaube, du hast solchen Satz gesagt, du wärst tot gewesen. Weiß ich nicht, wieso, was? Ich darf doch Dinge sagen. Ja, aber in deinen Videos so total faktisch belegt. Und jetzt reden wir mal ganz kurz über seine Frisur. Ich habe nicht Frisur gesagt, ich habe Style gesagt. Yeah. Du hast es auf die Frisur bezogen. Ich habe Style gesagt. Komme zum Schluss. Und ist es tatsächlich so, dass die Linkspartei diesem Mandat heute nicht zustimmen will? Wow. Ja? Dann stelle ich fest, mit dieser Fraktion der Linkspartei wäre stabiles Regieren nicht möglich, wenn sie sich einem solchen Mandat verweigern. Und wir erwarten von Herrn Scholz und von Frau Baerbock, dass sie sich dieser Feststellung anschließen. Ich finde, wenn ich Politiker wäre, wenn ich im Bundestag wäre, würde ich diesen Move auch oft machen. Weil das Ding ist, du müsstest dir manche Moves abgewöhnen. Wenn ich jetzt Bundestagsabgeordneter wäre, ich würde ja da zur Rede gehen, ich würde diesen Move machen. Und da würden schon Leute denken, warum, was macht der für einen Move? Das ist kein Bundestagsmove. Du musst diesen Move machen. Das ist ein deutlich besserer Bundestagsmove. Oder der hier. Wir haben jeden einzelnen Einsatz der Bundeswehr abgelehnt. Und um das nicht zu beflecken und um dieses Argument zu nehmen, stimmen Sie heute der Rettung von deutschen Staatsbürgern aus dem Ausland hinzu. Und ich sage Ihnen, ich gehe heute auch in meinen Wahlkreis zurück. Ich werde Wahlkampf machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich glaube ihm, dass er einen Doktortitel hat. Aber in was glaubst du, hat er einen Doktortitel? Wie wirkt er auf dich? Masseur, ja. Massage? Er ist seit Jahrzehnten im Massagebereich tätig. Er hat so ein Massagestudio. Er hat einen Doktor in Massage. Finde ich gut. Er ist Doktor in Zahnarzt. Und wenn man in Deutschland mit der Option spielt, mit den Linken eine Regierung zu bilden. Dürfen die da einfach so langlaufen, die ganz kurz? Hier, die stehen einfach so auf, die laufen da mitten. Guck mal, er hier unten, er könnte doch auch hier am Rand lang gehen. Er könnte doch auch so einen Bogen machen. Ja, so mega ätzend. Im Kino hast du doch die Leute auch voll, wenn die so einen. Das hier ist ja die Leinwand sozusagen. Alle Leute gucken ja gerade auf ihn. Außer Merkel, die guckt auf ihr Handy. Und Ihmchen hier guckt auf sein Handy. Okay, die meisten gucken nicht zu. Ja, siehst du. Hörst du das? Ja. Ein Handy klingelt. Oh, es gibt Ärger. So, ich hoffe, derjenige, der sich den Wecker gestellt hat oder diejenige, findet jetzt auch den Knopf zum Ausstellen. Herr Kollege. Oha. Wir haben hier gar keinen Ärger bekommen dafür. Ich hab noch. Ich hau mal ab. Ganz aber kurz. Aber den wartet schon, sonst kommt er nicht rein. Nein, stimmt. Doch, doch. Sagst du Tschüss? Sagst du einmal ordentlich Tschüss? Hallo? Strong, Alter, strong. Ich bin ganz ehrlich, Guys. Darf ich ganz ehrlich sein? Du hat mir ein bisschen zu viel Alkohol in den Drink auch getan. Bin ganz ehrlich.